Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei unserem täglichen Messetalk. Und ich freue mich, in wenigen Sekunden gleich einen Mann auf der Bühne zu haben, der eigentlich hier auf der Berliner Funkausstellung nach Kilometergeld bezahlt werden müsste. Er düst ständig von Halle zu Halle, er ist ständig in Aktion. Sie alle kennen ihn von Funk und Fernsehen. Herzlich willkommen, Dieter Thomasek. Dieter, Sabine. Sag mir, wo kommst du nun gerade wieder her? Ich komme jetzt gerade aus der Garderobe, aber ich weiß, was du meinst. Ich komme jetzt aus dem Sommergarten, dort habe ich eine Sendung fürs ZDF gemacht. Mhm. Ich habe dann heute Morgen bereits eine Sendung für den SFB gemacht, für den Südwestfunk Baden-Baden und für den Bayerischen Rundfunk. Und du wirst es nicht glauben, ich habe es endlich mal geschafft, durch die Hallen zu gehen. Und was mich besonders interessiert, das ist die Vielfalt der neuen Angebote an Programmen. Und wenn man da mal an Amerika denkt, dort ist das seit Jahren bereits der Fall, dass ich dort die Möglichkeit habe, Kultur und Sport oder Show und Klassik oder Spielfilme oder bildende Kunst, dass ich dort für jeden Kanal eigentlich die richtige Möglichkeit habe, das Richtige zu finden. Die Vielfalt ist schon enorm. Dieter, du bist ein viel beschäftigter Mann, du bist immer auf Achse. Was machst du als nächstes? Als nächstes drehe ich einen Film über den Kabelanschluss. Du weißt, dass man durch den Kabelanschluss der Bundespost in Zukunft noch mehr Hörfunk- und Fernsehprogramme empfangen kann als bisher. Und das Tolle ist, in noch besserer Ton- und Bildqualität. Also besser und mehr. Zeiten, da man die UKW-Hörfunk- und Fernsehsignale nur durch die Luft, sozusagen von Antenne zu Antenne geschickt hat, gehören der Vergangenheit an. Denn das, was Sie von mir sehen, ist per Kabelanschluss hier ins Haus und auf den Bildschirm gekommen. Programmvielfalt bedeutet, Sie können aus einer breiten Angebotspalette Ihr ganz persönliches Wunschprogramm zusammenstellen. Die Programme werden neben der Verteilung über Rundfunksender auch per Richtfunk und Satellit in die Breitbandverteilnetze, kurz Breitbandnetze, eingespeist und direkt per Kabel zu Ihnen ins Haus gebracht. Breitbandnetze sind nichts anderes als Netze aus speziellen Kupferkabeln, mit denen man eine große Menge Nachrichten transportieren kann. Solche Kabel sind natürlich keine gewöhnlichen Kabel. Sonst wären Sie nicht in der Lage, die Hörfunk- und Fernsehsignale der zentralen Empfangsstelle aufzunehmen und weiter zu transportieren. Solch ein Kabel ist ein Koaxialkabel, das neben dem UKW-Hörfunk auch die breitbandigen Fernsehkanäle und davon eine ganze Menge aufnehmen kann. Daher der Begriff Breitbandnetze. Das bedeutet, es ist ein großer Frequenzbereich vorhanden, um Hörfunk und Fernsehen zu übertragen. Einfacher gesagt, es hat viel Platz. Platz für mehr als 20 Fernsehprogramme und mehr als 20 UKW-Programme und die sogar in Stereo. Breitbandnetze entstanden bisher nur in Gebieten, in denen man einen schlechten Empfang hatte. Denn nicht nur die Antennenwälder wuchsen in den vergangenen Jahrzehnten, auch die Hochhäuser schossen wie Pilze aus dem Boden. Und das Ende vom Lied, beziehungsweise vom Bild, die UKW- und Fernsehsignale prallten dagegen. Ihr Empfang war empfindlich gestört. Nicht nur hinter den Hochhäusern ist der Empfang schlecht, auch davor sieht es oft nicht viel besser aus. Das Hochhaus reflektiert die Fernsehwellen. Und wie ärgerlich das ist, auf seinem Fernsehschirm alles doppelt zu sehen, das kann man sich lebhaft vorstellen. Das darf doch nicht wahr sein, gerade jetzt. Das ist doch kein Bild, das ist eine Krankheit. Die 27. Und wer wäre nicht sauer, wenn er ausgerechnet das entscheidende Tor vor lauter Schnee im Bild verpasst? Hey, warte doch mal, ich hab's gleich. Aber nicht nur die Bild- und Tonqualität wird durch den Kabelanschluss besser. Es gibt einfach eine größere und individuellere Programmauswahl.
Die technische Lösung dazu lag auf der Hand. Man fasse alle empfangbaren Programme an einem zentralen Punkt zusammen und verteile sie von dort aus per Kabel in die Haushalte. Eine Rundfunkempfangstelle bestehend aus mehreren Antennen für Fernseh- und Hörfunkempfang sollte möglichst hoch stehen, damit sie alle sogenannten ortsmöglichen Programme mit guter Qualität empfangen kann. Von der Antenne geht's durch das Kabel erst einmal in die Verstärkerstelle. Die Empfangsanlage für Satellitenprogramme steht möglichst tief, um nicht von Richtfunkanlagen gestört zu werden, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten. Mit ihr werden Signale von verschiedenen Satelliten empfangen. Von den Parabolantennen aus werden die Signale ebenfalls durchs Kabel in die Verstärkerstelle übertragen. Und nicht zu vergessen die Richtfunkstrecken, über die weitere Programme, wie zum Beispiel Regionalprogramme, herangeführt werden. Man zweigt sie aus der Richtfunkstrecke ab, verteilt sie auf einer zweiten Richtfunkstrecke und wieder geht es per Kabel erst in die nächste Verstärkerstelle und von dort aus ins Breitbandnetz. Bis zu den Empfangsgeräten. An vielen Orten in Deutschland gibt es bereits solche Breitbandverteilnetze der Post. Da hat man die Möglichkeit, nicht nur die üblichen drei Programme zu empfangen, sondern alle, die an diesem Ort regelrecht in der Luft liegen. Und außerdem die, die über Satellit und Richtfunk herangeführt werden. In Berlin werden das an die 20 Programme sein. Nämlich zusätzlich zum ersten, zweiten und dritten Programm Dreisat, Sat 1, Musikbox und Sky Channel aus Großbritannien, TV5 aus Frankreich, RTL Plus aus Luxemburg, Musikbox aus Deutschland und weitere regionale Veranstalter. Dazu benötigen Sie einen kabeltauglichen Fernseher. Fragen Sie Ihren Fachhändler. Heute Abend ein Film mit James Dean im Originalton. In einem luxemburgischen, ein Film über Schlösser und Burgen. Oh, das würde ich gerne sehen. Aber James Dean im Original, den will ich mir unbedingt angucken. Der James Dean ist nicht übel. Okay, dann nehmen wir aber den Reisebericht auf Video auf. Ja, okay. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir un film avec James Dean. Je vous souhaite une très bonne soirée. Auch in vielen anderen Breitbandnetzen in der Bundesrepublik besteht bereits heute diese Programmvielfalt. Frau Gerlach sieht sich zum Beispiel gerade ein Konzert der Wiener Philharmoniker an. Live aus Wien im zweiten ORF-Programm. Sicher können einige von Ihnen heute schon mehr als die üblichen drei Fernsehprogramme empfangen, auch ohne Breitbandnetz. Aber nur dann, wenn Sie in einer besonders günstigen Lage wohnen oder eine sehr aufwendige Antennenanlage auf dem Dach haben. Per Kabel kann man zusätzliche Programme empfangen, die per Richtfunk herangeführt werden. Zum Beispiel Regionalprogramme. Nicht zu vergessen die Satellitenprogramme, die ebenfalls per Kabel ins Haus kommen. Kreuzkruzifix, jetzt sind Sie bitte ruhig. Natürlich. Neben den herkömmlichen Programmen bietet der Kabelanschluss auch für junge Leute ganz neue Programme. Zum Beispiel Musikbox, RTL Plus oder Sky Channel. Ein Breitbandnetz verästelt sich wie eine Baumstruktur. Nach außen immer mehr und immer dichter und breitet sich großflächig aus. Wichtig ist, dass man die Signale, die von der Empfangsanlage ins Kabel eingespeist werden, zwischendurch ausreichend verstärkt. Neben dem Empfangsverstärker
sorgen weitere Streckenverstärker im Kabel dafür, dass die Bild- und Tonsignale auch in ausreichender Stärke beim Empfänger ankommen. Auf langen Wegen verlieren die Signale nämlich auch in hochwertigen Kabeln an Kraft und Intensität. Damit sie nicht zu schwach werden, verstärkt man sie immer wieder. Mit voller Kraft kommen die Signale auf diese Weise am sogenannten Übergabepunkt an und werden in die jeweilige private Hausverteilanlage eingespeist. Diese Hausverteilanlage, die Ihnen ein Fachmann in Ihrem privaten Auftrag installiert, benötigt weit weniger Aufwand als eine herkömmliche Gemeinschaftsantennenanlage. Da gibt es keine Dachantenne, keine Dämpfungsglieder, Kanalverstärker und so weiter und so weiter. Da gibt es nur den Breitbandverstärker und die üblichen Steckdosen dort, wo man einen Fernseher oder ein Rundfunkgerät hinstellen möchte. Verschleiß über jeder Dachantenne, die Wind und Wetter ausgesetzt ist, oder gar Schäden am Dach, gibt es natürlich nicht. Es liegt auf der Hand, dass die Programmvielfalt, die der Kabelanschluss mit sich bringt, natürlich allen Zuhörern und allen Zuschauern zugutekommen soll. Natürlich geht das nicht überall gleichzeitig. Wo als nächstes gebaut wird, entscheidet nicht nur der Bedarf. Auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte sind ausschlaggebend. Damit das dennoch möglichst schnell geht, hat sich die Post Partner in der privaten Wirtschaft gesucht. Mit so einem BK-Mobil informiert die Post direkt vor Ort über die Vorteile, die der Kabelanschluss mit sich bringt. Der Kabelanschluss bietet nicht nur viel Neues für den privaten Bereich, sondern eröffnet dem Handwerk, dem Handel und der Industrie neue Märkte. Eine andere Möglichkeit, jede Stadt könnte ihren eigenen Übertragungskanal zugeteilt bekommen, um lokale Nachrichten zu verbreiten. Aber bevor der Bürgermeister oder die Stadtverwaltung wichtige Termine bekannt geben dürfen, muss es erst einmal entsprechende Gesetze in den Ländern geben. Denn die Kulturhoheit liegt bekanntlich bei den Ländern. Rein technisch gesehen ist das Ganze ganz einfach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das lokale Studio nimmt Bild und Ton auf. Die Konstruktionsarbeiten auf der Ringstraße in den nächsten Wochen zu starken Verkehrsbehinderungen kommen kann. Den Autofahrern wird empfohlen, die Innenstadt über die Brockhausenstraße und weiter über die Südtangente zu umfahren. Wegen Reparaturarbeiten an der Ampelanlage an der Kreuzung Hermannstraße, Ackerstraße. Per Kabel geht's ab. Erst einmal zur Verstärkeranlage und von hier aus direkt ins Breitbandnetz. Programme, die dagegen große Entfernungen zurückzulegen haben, werden zum Beispiel per Satellit herangeführt. Wie funktioniert denn nun das Satellitenfernsehen? Da müssen wir zunächst einmal zwischen zwei Satellitenarten unterscheiden. Zum einen die Fernmeldesatelliten, die mit einer sehr geringen Sendeleistung arbeiten und daher für den Empfang des Satellitenprogramms eine sehr große Parabolantenne benötigen. Aber keine Angst, Sie müssen eine so riesen Schüssel nicht in Ihren Vorgarten stellen. Schon aus Kostengründen scheidet der Einzelempfang der Fernmeldesatelliten für den privaten Rundfunkteilnehmer aus. Neben den Fernmeldesatelliten werden demnächst die sogenannten direktstrahlenden Rundfunksatelliten hinzukommen. Der deutsche Rundfunksatellit TV-SAT wird mehrere Fernsehprogramme und darüber hinaus 16 digitale Hörfunkprogramme in Stereo ausstrahlen, in einer bisher nicht bekannten Qualität, vergleichbar mit der Tonwiedergabe der Kompaktdisc. Wegen seiner größeren Leistung kann er mit relativ kleinen Parabolspiegeln empfangen werden. Wer sich eine solche Minischüssel anschaffen möchte, bitte sehr. Aber wer an das Kabelnetz angeschlossen ist, hat das natürlich nicht nötig. Der Kabelanschluss bietet Ihnen die gesamte Programmvielfalt. Egal, ob die Programme nun über Fernmeldesatelliten, über Rundfunksatelliten, über Rundfunksender oder über Richtfunk übertragen werden. Allez, fang gleich an. Mensch, der Chef. Dans quelques instants, en direct de Paris, un concert qui vous plaira très certainement. 90 minutes en musique et chansons. Je vous souhaite de passer une très agréable soirée en notre compagnie.
Eins ist sicher. Bei allen Anstrengungen der Post und ihrer Partner können immer mehr Bürger durch großflächige Kabelnetze mit Fernseh- und Hörfunkprogrammen versorgt werden. Bei allem, was der Kabelanschluss bietet, mehr Programme, bestes Bild, bester Ton. Im Endeffekt bleibt es Ihnen überlassen, was Sie einschalten, welches Fernseh- oder Hörfunkprogramm Sie auswählen. Die Antriebsraketen schossen diesmal die... Im 17. Jahrhundert hat er schon viele Stunden seiner Frau. Fliegvogel oder stirbt. Wie kann denn das bloß heißen? Und wann sie abschalten.